So Leute, wir sind am Start. Ich habe ein bisschen Squad Battles in Anführungszeichen gegrindet. Ich habe die Spiele durchlaufen lassen auf Neuling ist glaube ich die niedrigste Stufe mit dem frisch gepulten Enzo Fernandes. Wir haben dabei einige Challenges erfüllt und hier unter anderem Season Pass Level 10 erreicht. Ich werde das 83 plus mal 10 Pack mitnehmen. Ist ja die doppelte Anzahl an Spielern und Mindestrating nur 1 drunter. Dementsprechend nehme ich das mit. Außerdem haben wir Nike Mad Ready damit jetzt endlich abgeschlossen und kriegen dafür auch nochmal Player Pick und ein Pack oder so, glaube ich. Genau, zwei Packs sogar und ein Player Pick. Außerdem haben wir noch einen Player Pick. Ja, okay, wow, das ist ein Leihspieler Pick, den man hier bekommt. Absoluter Wahnsinn, EA. Gut, der war dann ein bisschen nutzlos. Ich hatte gehofft, das ist auch nochmal so ein ähnlicher Pick wie der hier. Den können wir aber nehmen und da bin ich mal sehr gespannt, was wir da kriegen. Ja, Fofana, Wahnsinn. Gut, so viel dazu. Ein Seko Fofana ist dann auch nichts wert, leider. Schade, schade. Aber wir haben trotzdem noch ein paar Packs am Start. Ups. Angesammelt von zwischendurch. Ja, gut, da ist auch, glaube ich, viel Rotz mit dabei. Aber auch einige gute Sachen. Ich gucke mal gerade ganz kurz. Wir haben hier hinten, glaube ich, haben noch so Choreo-Dinger und sowas. Ja, ich ziehe erstmal ganz kurz die Choreo-Dinger und so weg und danach gehen wir rein in die richtigen Packs. So, wir sind endlich durch mit den ganzen, ja, Zeug-Packs da. Wir gehen rein in die richtigen Packs. Wir kriegen den französischen ZOM von Montpellier. Das glaube ich, eine Frau war das, meine ich. Ah ne, guck mal, das ist Savanier sogar. Ich glaube, da gibt es auch eine Frau, die wir schon vorher mal gezogen haben. Ah, ich bin mir, ist ja auch egal am Ende des Tages. War Savanier. Hier gehen wir rein mit dem italienischen ZM von Everton. Okay. Das wird eine Non-Rare Galli. Auch hier nichts Besonderes. Keine Duplikate zumindest. Das ist schon mal ganz gut. Und dann machen wir weiter mit den 7,5ern. Mal schauen, wie viele Walkouts wir hier kriegen. Ich hoffe, der ein oder andere schaut bei uns vorbei. Wir haben hier Kalulu. Ja, Kalulu. Irgendwie sind gerade die hinteren Tafeln so ein bisschen defekt. Das spoilert zumindest bei manchen Spielern, wo man das Rating noch nicht kennt, das Rating zumindest nicht, aber sieht ein bisschen komisch aus. Weiß nicht, ob es daran liegt, ob das die Packs aus dem Season Pass oder halt aus von den Belohnungen sind, dass deswegen da ein bisschen verbuggt ist. Keine Ahnung. Aber wir haben hier, ich habe ganz kurz, war ich aufgeregt wegen City, aber es ist ja nur Alvarez. Das ist nur Alvarez, der ist nicht allzu interessant. Cucurella und Co. Ja, sind aber solide Packs, zumindest nicht viele Duplikate bisher. Führt den Verein ein bisschen auf und das ist auch immer ganz wichtig. Wir haben hier einen französischen, japanischen ZM Wataru Endo an der Stelle. Nimmt mal mit. Wataru. Und das war's. Ja, das sind aber solide Spieler, wie gesagt, ne? Das nimmt man mit. So, gehen wir rein ins nächste 7,5er. Und ich habe übrigens immer noch nicht raus, wie man erkennt, ob es ein Walkout ist oder nicht. Das müsste jetzt wahrscheinlich Florenzi oder Calabria sein. Calabria in dem Fall. Aber ja, Geraldo Becker noch dahinter. Ja, das ist schon okay. Ist nichts Besonderes, wie gesagt, aber das kann man machen. Sind halt solide Packs. Hier ist eh nur Non-Rare drin, da können wir das gleich skippen. Campbell, Vlasic und zwei RB-Spieler. Okay. So, was haben wir sonst noch? Zwei Spieler-Pack. Und hier so ein paar Upgrade-Packs. Machen wir jetzt mal das 15er. So, gucken wir mal da rein. Deutschland, ZM. Oh, Ilkay Gündoğan. Let's go. Das ist ein Walkout sogar. Das ist nice. Ilkay. Kann da jetzt noch was? Weil die Karte sich so kurz. Nee, okay. Kein Double Walkout. Na gut, ist auch nur ein 15k-Pack. Da erwarte ich jetzt keine Double Walkouts. Drei Duplikate. Zwei sogar tradable. Und die Vereinsdinger hier sogar auch. Ist okay. Ist okay. War stabil ein Walkout. Der erste. Ich hoffe, ein oder zwei folgen auch noch. Hey, sollten eigentlich mehr sein, ne? Als zwei. Also ganz im Ernst. Bei den Packs, die wir haben, da sollte schon ein bisschen was rumkommen. Hier haben wir jetzt einen von Genk, den ich nicht kenne. Pein Ziel, okay. War sogar ein seltener Goldspieler, also zumindest was das 50-50-Ding angeht, ob selten Gold oder Silber, haben wir da zumindest schon mal Glück gehabt. So, Brasilien, ZD, Fernando.
Fernando. 82er Rating immer noch. Ist okay, ist okay. Dann gucken wir mal weiter. So, was haben wir jetzt hier? 80 plus mal 2, 81 mal 2. Seltenes Megapack und ein 82 plus Pack machen wir mal zuerst. Hier haben wir einen spanischen Stürmer. Oh, ist ein Walkout, oder? Moreno? Oder hat der 85? Nevermind, 83. Ah, und Double. Duplikat auch noch. Perfekt. Gut, so viel dazu. Dann haben wir hier die 2x 80 Plus Packs, machen wir mal. Oh, Senegal, Stürmer, wer ist das? Ah, Dia oder wie der heißt, glaube ich, ne? Von Salernitana da, das müsste Dia sein, genau. Ja, super. 2,82er, ja, ist okay. Nehmen wir das nächste. Und das könnte, war das ein Walkout? Nee, war keiner. Nevermind. Kramaric. Irgendwie ist es ja mit diesem EA-Logo da unten und wenn der Strich da irgendwie durchgeht oder nicht, aber ganz im Ernst, ich erkenne das nicht wirklich. Das, ja, ist ein bisschen unübersichtlich noch für mich. So. Gehen wir mal rein ins 55K-Pack. Gucken, was wir da kriegen. Den deutschen ZOM. Oh, Würz, 85. Nee. Hofmann 83, super. Schade, schade. Unten in Form. Ukiya. Warum auch immer der nicht angezeigt wird, wenn wir Hofmann haben, nur da drin, aber ist okay. In Inform nochmal, das nehmen wir mit. Ich meine, ist ja eh Untrade, aber für irgendwelche SBCs wird das schon ganz gut sein. Musrati noch. Und Antonio Silva. Stoßen wir dann beide ab. War okay. 83er und in Inform ist jetzt nicht die Welt, aber eigentlich schon schlecht, wenn man überlegt, dass es 55k-Pack eigentlich ist, ne? Aber gut, das wird sie machen. Jule Brandt oder Sellner? Sellner. Ja, ist okay. 83. Ja. 2,83er. Ist nicht die Welt. Ist nicht so berauschend. Aus Double 81 plus Packs. Haben wir den nächsten Deutschen jetzt RM. Oh, Sané. Bitte Sané. Komm, gib mir Sané. Dann kann ich meinen verkaufen. Leroy. Let's go. Das ist nice. Das ist sehr nice. Dann kann ich meinen nämlich verkaufen. Und ja, dann machen wir ein paar Coins sogar noch. Und jetzt sind die Server abgestürzt. So, ich glaube, das wird, ich weiß nicht, war das jetzt das Problem, warum ich zweimal oder dreimal nicht reingekommen bin und rausgeflogen bin und so weiter und so fort? Weil es mit irgendeiner Spielerin ein Problem gibt und die die Meldung rausschicken wollten. So, gut. So, however, wir müssen uns um Items kümmern, immer noch. Sané und En-Nesyri, stabil, nehmen wir mit. Ist in Ordnung. Hat jetzt ein bisschen lange gedauert, aber okay. So. Haben wir noch ein 381 plus Double Pack und USA. Ja, okay, Linksverteidiger. Ich glaube, kann sogar gut sein vom Rating her, aber ich glaube, ja, okay, 83 ist jetzt auch nicht die Welt. Mingen noch dazu. Ja. So, gucken wir mal rein. Double 85 plus Pack machen wir mal zuerst auf. Weil ich mir aus dem 83 mal 10 da mehr erhoffe. Oh, Diaz? Ruben Diaz, 89? 89, Leute. Let's go. Aber das heißt ja auch schon wieder, dass es dann der anderen 85er ist. Weil das ist kein Double Walkout. Dann wäre der niedrige zuerst angezeigt worden. Exakt, es ist Stones. Super. Super, super, super. City in Verteidigung gezogen. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir gehen rein in das hoffentlich beste Pack bisher. Neues. Oh Gott, wer ist denn das? Keine Ahnung, ne? Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. 84, Alter. Oh Gott. Oh Gottes Willen, Leute. Ey, das kann nicht wahr sein. 83 plus mal 10 und ich habe 2,84er und 8,83er. Nee, sind Dreckspack, Alter. So eine Scheiße. Jo Leute, wir haben mal das erste Draft am Start. Beziehungsweise wir haben sogar zwei Draft-Token. Dementsprechend werden wir vielleicht sogar zwei Drafts machen. Mal schauen. Wir gehen aber erstmal ins erste Draft rein und gucken, wie weit wir da kommen werden. Haben vier Informationen natürlich wie immer am Start. Welche werden wir denn nehmen? Ich wollte tatsächlich mal Fünferkette ausprobieren, wie es sich damit spielt, weil ich ja defensiv noch ein paar Probleme habe.
Aber ich, ja, komm, wir probieren es mal. Wir probieren mal die Fünferkette. Ich habe, wie gesagt, Bock, das mal auszuprobieren. Wir kriegen einige Spieler am Start. Die gute Hansen wäre halt auf Cam, aber Lewandowski nicht. Und dann würde ich sagen, nehmen wir doch den guten Robert Lewandowski mit. So, dann gehen wir weiter in den nächsten, auf die nächste Stürmerposition. Da haben wir Correa. Gut, dann bleiben wir einfach in der La Liga. Das macht ja Sinn. Und dann gucken wir mal, was wir sonst so kriegen. Ja, hier ist halt die weibliche, die Frauenliga. Das linkt halt nicht zueinander. Harder haben wir hier noch am Start. Die sieht halt stärker aus. Hast du Five-Star-Skills oder sowas? Forster, Forster, Forster. Na komm, nehmen wir die gute Wire hier mit. Auch wenn die, wie gesagt, nicht linkt. Und dann haben wir Modric hier am Start. Dadurch bekommt die gute Wire zumindest schon mal einen Link und die anderen beiden oben natürlich auch. Und dann gehen wir direkt weiter zur nächsten ZM-Position. Da haben wir Toni Kroos. Ist natürlich jetzt nicht der geilste zum Spielen, einfach aufgrund des Tempos. Aber wir geben ihm nur die Chance hier, auch weil es chemietechnisch halt am besten passt. Und natürlich kriegen wir jetzt in der Abwehr komplett andere Ligen rein. Wir probieren mal dann jetzt mit der Premier League noch ein bisschen zu gehen. Und das zahlt sich zumindest mal am ersten Dings hier aus. Wir kriegen einen weiteren französischen Innenverteidiger aus der Premier League. Und haben jetzt Inigo Martinez, der auch ganz gut passt. So. Levi und ein paar andere sind schon mal auf Full Cam. Soweit so gut. Jetzt kriegen wir den ersten Spieler, der wieder gar nicht reinpasst. Perfekt, danke. Aber das sieht insgesamt schon machbar aus mit ein paar guten Spielern von der Bank zumindest. Kriegen wir Pope und oh, Aaron Ramsdale, das passt dann ganz gut hier mit Arsenal. Ja. Wenn wir jetzt die Außenverteidiger noch ausgetauscht kriegen und die Zehnerfrau, könnte das ganz gut werden tatsächlich. Gucken wir mal, hier haben wir Luke Shaw, der LAV auch spielen kann. Das ist sehr gut, aber ich sind die ganzen Premier League-Spieler schon mal auf Full Cam. Jetzt fehlt im Endeffekt nur noch Correa und Weyer, die beide noch nicht voll sind, beziehungsweise Weyer hat nur einen Chemiepunkt bisher. Das heißt, wir brauchen einfach nur noch einen Zehner aus der La Liga und dann wären wir eigentlich fein. Ja, nehmen wir ihn mit. Er ist ein guter Sub, denke ich mal, von den Werten her. Kriegen wir noch Lloris, den fand ich selber ganz gut eigentlich, aber nehmen wir trotzdem halt mit, weil er highest Rating hat erstmal. Kudus ist ein guter Sub. Ich meine, Fornals könnte Zehner spielen. Ja, komm, wir nehmen mal Fornals mit, damit wären wir zumindest schon mal auf der sicheren Seite, was die Chemie da angeht. Können wir ja dann immer noch wechseln im Nachhinein. Ja, Mafdidi kann nur Stürmer. Kann einer von den beiden da vorne eigentlich? Nee. Okay, ja, wen nehmen wir denn jetzt mit hier? Die gute Evans sieht als Sub eigentlich ganz gut aus. Anthony, Thuram, Trossard. Ah, Trossard kann nicht Zehner. Dann nehmen wir mal Trossard mit für die Bank. Dann machen wir mal weiter. Zaha kann auch nicht Zehner spielen, warum auch? Aber nehmen wir den mit, auch als Sub in dem Fall. Haben wir zumindest mal ein paar Optionen. Oh, Claudia Pina. Kannst du was? Forster, Five Star. Würde die uns Chemistry bringen? Zumindest mal zwei Chemiepunkte. Und die sieht ein bisschen stärker aus, würde ich sagen, jetzt in Fortnite. Von daher, ja. Nehmen wir die gute Frau mal mit und stellen die da rein. Wir nehmen mal Lena Lattwein mit. Ich glaube, die heißt Lena, ne? Akanji für die Bank auch im Zweifel. Falls wir halt eine rote kriegen sollten, dann haben wir noch Chilwell. Rechtsverteidiger haben wir jetzt gar keinen mehr gekriegt, ne, der irgendwie ein bisschen besser wäre, aber okay. Gut, da ja, da war eben einer. Weiß nicht, ob der von der Chemie ja so gut gepasst hätte. So, Keeper-mäßig, ja, dann nehmen wir noch die Nandosi hier mit. Und dann stellen wir nochmal die besten Spieler mit hier auf die Bank, würde ich sagen. Ja, gut, rein ratingtechnisch ist es ja eigentlich egal, was wir machen. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir haben einen Sub für hinten, einen Sub für die Außenverteidigerposition. Dann nehmen wir aber lieber Spinazzola mit. Lattwein für die Zentrale, dann haben wir Zaha, Trossard und Wire für vorne. Ja, würde ich sagen, gehen wir damit rein. Bin damit relativ zufrieden. Ja, wir haben vorne nicht ganz die Full Cam erreicht, aber das ist okay. Ich denke mal, das merkt man nicht großartig. Hier kriegen wir nochmal einen Chemiepunkt dazu. Hier gar keinen. Gar keinen, gar keinen, gar keinen. Gut, dann nehmen wir den guten Rondina, dann ist sogar Correa auch noch auf Full Cam. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die erste Partie.
So, wir sehen sein Draft-Team jetzt mal. Frauentor. Okay, noch eine Frau in der Innenverteidigung und ein Skip da. Okay, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Vielleicht können wir durch Longshots da mal rankommen. Ach, stimmt, ich habe jetzt Crossplay ausgestellt, wieder eingestellt. Dann müssen wir mal gucken, wie es damit läuft. Ich war damit eigentlich eher zu unzufrieden, weil es dadurch ein bisschen mehr geleckt hat, hatte ich das Gefühl. Schön aber jetzt in den Lauf von Pina. Und in der Mitte kommt Korea mit. Korea! Ah, ich schieße auf falsche Eck, schade. Ich weiß nicht, ob er den Keeper, die Keeperin da gemoved hat. Ah, das war ein Pass zu viel. Oder ob sie selber einfach schon in dem Eck war. Weil die war ganz schön weit drüben in dem einen Eck. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sie da hingemoved hat. Aber ja, dann schieße ich auch genau in die Richtung natürlich. Das war dann nicht so clever. Aber habe ich nicht mehr schnell genug reagieren können. Beziehungsweise habe ich zu spät gesehen. Wieder seine Torhüterin. Mit einer sehr guten Parade. Schöner Lauf jetzt mal von Luke Shaw über die Außen. Luke Shaw über die Außen. Lewandowski im Rückraum. Und Robert Lewandowski erzielt hier das 1 zu 0. Schöner Flügellauf von Luke Shaw. Und ja, dann ist es ein relativ simpler Pass in den Rückraum, wie gesagt. Lewandowski steht dort goldrichtig und haut das Ding in die Maschen. Sehr gut. Ich muss aber ehrlich sagen, das Spiel fühlt sich im Draft bisher so viel schneller und dynamischer an als in Rivals bisher. Also keine Ahnung, ob ich mir das nur einbilde oder was, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles ein bisschen schneller hier. Okay, damit haben wir direkt einen Rage Quit. Tommy Shelby hat keinen Bock mehr und sagt Goodbye nach dem 1 zu 0. Also jetzt relativ zeitnah dann irgendwie. Keine Ahnung warum, relativ random. Aber hey, wir nehmen es mit. Damit haben wir den ersten Sieg. Spiel Nummer 2 geht an den Start hier und wir spielen gegen PogChamps. Perfekt. Mal gucken, was er für ein Team hat. Diesmal werde ich nicht skippen. Ramsdale, Molina, Kimpembe, Kehrer, Mairi hier im Mittelfeld. Okay, Hansen, Neymar und Rashford vorne. Eieiei, das wird auf jeden Fall eine deutlich schwierige Nummer, denke ich mal, was meine Defensivarbeit angeht, als das vorherige Spiel. Weil der hat jetzt gefühlt nicht so die krassesten Spieler. Ich habe mir seinen Draft, wie gesagt, nicht voll angeguckt gehabt, aber der war jetzt nicht so gefährlich in der Offensive. Und da ist es 1 zu 0. Ja, dann nimmt er mich ganz gut hinten auseinander. Meine Dreier-Innenverteidigung hat er mich gut rausgezogen, teilweise so ein bisschen. Ja, und dann kam ich nicht mehr in die Zweikämpfe. Ja, schade. Schön, aber das hier gespielt. Oh, das war ein schöner Angriff, wie ich finde. Und dann leider Korea mit dem nicht ganz perfekten Abschluss ins lange Eck. Und jetzt werden wir hier wahrscheinlich ausgekontert über Neymar. Gegen Varane komme ich nicht mehr in den Zweikampf. Und dann aber der Block. Und dann die Parade. Oh Gottes Willen, oh Gott. Und das ist dumm. Das konnte man letztes Jahr ganz gut machen. Dieses Jahr nicht mehr. Und ja, jetzt ist die Situation zumindest mal bereinigt. Eieiei, hier geht es wirklich hin und her. Jetzt schöner Ball in den Lauf von Luke Shaw. Luke Shaw, was macht er? Und versucht in die Mitte mit der Schusstäuschung. Und wir bleiben am Ball. Modric. Ah, genau, auf den Mann. Schöner Ball in den Lauf von Pina. Pina muss sich jetzt ein bisschen. Okay, kreativ, sage ich jetzt mal. Ich wollte eigentlich auf Korea mit dem Ball. Und der sollte auf Pina durch. Schade. Maffeo. Oh, er gewinnt das Kopfballduell leider nicht. Und dann geht der Ball ins Tor. Okay, direkt mal in Halbzeit 2. Der erste gute Angriff hier von uns. Und La Correa mit dem Anschlusstreffer. Let's go. Here we go. Zweite Halbzeit, guter Start. Ja, ich move den Keeper sogar richtig, aber der kann den Ball nicht festhalten und dann steht es 3 zu 1. Ja, belastend. Okay, er moved auf jeden Fall den Keeper, hat man jetzt eben gesehen. Und das bringt ihm hier aber nichts mehr, denn wir machen nochmal den Anschluss mit Korea. Und schöner Ball in den Lauf auf Luke Shaw. Luke Shaw legt nochmal zurück auf Robert Lewandowski. Lewandowski mit dem Ausgleich. Let's go. Oh, schöner Pass in den Lauf von Saha und der Keeper moved. Ich hätte Powershot machen sollen. Ich hätte einen Powershot machen sollen. Er hat den Keeper sogar falsch gemoved. Oh, schade. Ja, okay, jetzt die Ecke wird höchstwahrscheinlich nicht. So, oh, an die Latte.
Um Gottes Willen, Alter. Und jetzt pfeift ab. Wir gehen hier in die Verlängerung. Um Gottes Willen, da rutscht die Flanke so durch und dann macht er den rein. Bitter. Oh, schöner Ball in den Lauf. Trossard habe ich jetzt eingewechselt als Rechtsverteidiger. Trossard. Oh. Ja gut, das ist es dann gewesen. Wir werden den Ball höchstwahrscheinlich nicht mehr nach vorne schnell genug bekommen, bevor er abpfeift. I guess. Ja. Schade, schade. Wäre in meinen Augen auch für mich ein Sieg verdient gewesen. Also ich denke am Ende, also am verdientesten wäre wohl ein Unentschieden gewesen. Es geht halt nicht im Draft. Dementsprechend, ja. Beide hätten den Sieg verdient, sagen wir mal so. Beide hätten verdient, weiterzukommen in meinen Augen. Machst du am Ende nichts. Wir kriegen die Belohnungen für einen Sieg und das sind 2 5-K-Packs. Und so ein Jumbo-Pack. So, die können wir dann auch abstoßen, weil die werde ich alle eh nicht mehr verwerten können. Ach ja, und dann gehen wir rein in die Packs nochmal ganz schnell. Italien, Mittelstürmer, wer bist du? Keine Ahnung. Keine Ahnung, non-red dude, I guess. Ja, Candreva, Niakate, Rafa Mir, Bade. Nichts Besonderes, nothing special. Wir gehen rein ins 5K-Pack. Da kriegen wir einen spanischen Torwart. Adan heißt er, glaube ich, ne? Nicht Adnan, sondern Adan, genau. Taiwo Avoni noch. Den ganzen Ex-Bundesliga-Spieler von Nottingham ziehen wir hier. So, letztes Pack. Spanien, Stürmer. Betis. Ist sogar ein 83er mit Iglesias dann in dem Fall. Ja, ansonsten noch ein paar. Oh, guck mal, Roman Bürki auf Ehre. Aber ja. Das war's dann. Und ja, mal schauen, was es jetzt als nächstes gibt.